Radio Westfalia. Die Hofmeier und der Hofmeister. Einmal waschen, schneiden und klönen. Nadine, was machen wir denn heute? Ich muss am Wochenende auf eine Party. Ich brauche irgendwas Heißes. Apropos heiß. Wochenende, was ist da angesagt? Grillen. Richtig das Fleisch auf den Grill schmeißen. Ich liebe das ja so. Schnecken und Bauchfleisch und Bratwürstchen und was weiß ich, was da alles. So Nackensteaks und oh. Und dann diese vielen Salate dazu. Oh, nein, nach dem Sommer, da muss man auch richtig wieder abspecken. Aber diese nach dem Winter? Nach dem Sommer, finde ich immer. Nach der Grillsaison, finde ich im Sommer. Schmeckt das alles immer so richtig gut. Zusammen eine Party machen, Geburtstag feiern, ne? Das ist aber was ganz Besonderes. Da haben wir schon so manche Nacht bis morgens gesessen. Wenn du dann im Sommer so früh um 4, 5 dann so anfängt es heller zu werden, oh, denke ich immer, ach du meine Güte, es wird langsam Zeit ins Bett zu gehen. Und dann wird nochmal kaltes Würstchen vom Grill genommen und dann ab in die Kiste. Das ist aber auch so eine typische Männersache, oder? Ich glaube, wir Frauen, wir dürfen auch einfach gar nicht in die Nähe eines Grills kommen. Ja, wir sind maximal zum, keine Ahnung, Salat oder Teller reichen da. Oh ja, das stimmt auch mal. Und ich grille auch immer ganz gerne bei zum Grillen. Weißt du, da übersprüht man die Wurst nochmal gerade oder das Steak nochmal mit ein bisschen Bier. Trink da mal erst noch was dazu. Und das erste Würstchen geht natürlich gleich ins Schlund. Während die anderen noch warten, sitze ich da schon und bin eigentlich schon satt. Ist schon alles weg. Also ich glaube, das stimmt. Ich habe auch noch nie jemand anders grillen gesehen. Mein Vater hatte letztens Geburtstag und mein Schwager gegrillt, mein Neffe gegrillt. Ich habe mit am Grill gestanden. Meine Schwester wollte, die haben sie wieder weggeschickt. Das ist wirklich so. Und der Mythos hier, Bier aufs Fleisch kippen? Dann kommt ja nochmal so richtig Flamme hoch, ne? Aber ich habe das Gefühl, also es schmeckt einfach zarter. Bevor du hier weiter imaginär die Grillzange schwingst, schwing bitte jetzt mal die Schere. Ach Nadine, du mit deinen Haaren. Ich glaube, wir trinken jetzt erstmal ein Prosecco. Tschüsschen! Die Hofmeier und der Hofmeister. Einmal waschen, schneiden und klönen. Nur bei Radio Westfalia.